Den Frühjahrsputz muss man einfach lieben. Oh, meine Essenrollschuhe. Behalten. Oder lieber recyceln? Spenden. Izzy, was willst du mit den ganzen lauten, leuchtenden Kristallen machen? Izzy? Ich hab's fast geschafft. Izzy, nicht! Und für meinen nächsten Trick machen wir das nochmal. Überraschung, Sunny Bunny. Dad? Ich schätze, du hast die alte Familiendecke gefunden. Tolle Sache, nicht wahr? Ehrlich gesagt, handelt es sich um ein altes Polly-Relikt, weitergegeben seit 10 Generationen. Die anderen Teile wurden vor Jahren in Zephyr Heights und Bridalwood versteckt. Irgendwann wird die Magie zurückkehren. Und Sunny, ich weiß, dass du diejenige bist, die sie zurückholt. Aber du wirst die ganze Familie brauchen, um die anderen Teile zu finden. Die ganze Familie? Aber es gibt doch nur noch mich. Der Geruch von einem großen Geheimnis riecht für mich eher nach einem neuen Abenteuer. Kommt mit, meine Ponys! Was für eine wundervolle Überraschung! Königin Haven! Wir müssen euch etwas... Wow, nette Denke. Mein Thronsaal sah seit Jahrhunderten nicht mehr so aus. Wo habt ihr sie gefunden? Der Thronsaal, ich hab's doch gewusst. Danke, Mom! Immer wieder gern, mein Schatz, glaube ich. Hm. Dort könnte das nächste Stück warten. Doch wir sollen... Ich regel das schon, Ponys. Öffne dich, Sesam-Pony. Mom gefällt das sicher gar nicht. Pitch, wir brauchen auch deine Erdpony-Magie. Schon in Ordnung, Sunny. Tierchen, leg los! Und rauf! Pitch, ich meinte die andere Erdpony-Magie. Ja, das ergibt mehr Sinn. Gute Arbeit, Team! Wir sollten lieber... Ja, los. Mein Thron! Wachen! Tada! Wie ich es gesagt habe, genau wie auf dem Bild. Mal sehen, ob ich noch weiß, was man tun muss. Einhorn-Kadabra! Es ist wunderschön. Bereit, Ponys? Wenn ich das große Juwel berühre, müsst ihr es der Reihe nach bei den anderen tun. Oh, wie bei Pony Dance. Nur irgendwie größer, schwieriger. Und viel matschiger. Wir schaffen das. Also gut. Einhorn-Kadabra. Bist du fertig? Komm schon, zeig's mir! Und presto! Das ist ja mal was. Ganz klar, Hufschack Vintage! Das sind wir! Nun, du denkst jetzt wahrscheinlich, dass unsere Familie zu klein ist, um all das zu tun. Und da hast du recht. Aber Familie ist lediglich ein schickes Wort für Ponys, die immer und überall zusammenhalten. Deine Freunde sind die Familie, die du wählst. Und Sunny, Huf ans Herz.
Ich weiß, die wirst du eines Tages auch finden. Das habe ich bereits getan, Dad. Es ist am Leben. Mein Monster lebt. Frankensteins Monster! Ich frage euch nur einmal, wer von euch hat meine Sonnenbrille? Alle Ponys mir nach! Schön, was du aus dem Zimmer gemacht hast, Sis. Wow, das ist heftig. Fangen wir mit dem ersten verdächtigen Pony an. Was hast du zu sagen, Hitch? Erinnerst du dich an heute Morgen am Strand, Sheriff? Ein neuer, heller, sonniger Tag in Maritime Bay. Schade, dass ich meine Sonnenbrille auf der Wache ließ. Ich sollte einfach deine klauen, Sip! Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ein neuer, heller, sonniger Tag in Maritime Bay. Wieso musste ich auch meine Sonnenbrille auf der Wache lassen? Du hast sie auf der Wache gelassen, wirklich? Mhm, und außerdem brauche ich keine Sonnenbrille, um das Problem mit deiner Theorie zu sehen. Toller Spruch, der war richtig gut. Okay, okay, doch was ist mit dir, Pit? Natürlich, wir sind Schwestern und da hast du sie dir geliehen, ohne zu fragen. Gib sie mir zurück und wir vergessen das Ganze einfach. Warum sollte ich deine Sonnenbrille nehmen, Sip? Die ist doch überhaupt nicht mein Stil. Erinnerst du dich? Nutzen geht über Mode und Geschmack. Du warst so aus dem Häuschen wegen deinem brandneuen automänischen Glanz- und Shampoo-Automat. Die perfekte Frisur in nur 2 Minuten. Gib mir die Sonnenbrille! Aber du hast gesagt, die wäre außer Mode. Weißt du, Sip, manchmal geht Nutzen über Mode und Geschmack. Erzähl niemals einem Pony, dass ich das gesagt habe. Schon gut, ich habe mir die Brille einmal geborgt. Doch nur, weil ich in der Klemme steckte. Wieso sollte ich sie stehlen? Ich habe doch selbst eine Menge davon. Nun, und wie sieht es bei dir aus, Sunny? Du machst die Smoothies in der Sonne, da brauchst du... stimmt. Dann bleibt nur noch... Sie? Natürlich, sie hat ständig gemessen. Bevor du sie gestohlen hast, wolltest du überprüfen, ob meine Sonnenbrille dir passt. Nö. tja... Weißt du, Sip, die Sache ist die, also... Ablenkungsmanöver! Izzy, stopp! Wow! Schluss jetzt, Izzy. Davontraben bringt nichts. Regeln wir es auf die sanfte Tour, oder... Hier für dich, Sip. Ich hoffe, es gefällt dir. Für mich? Oh, einfach unglaublich. Ich habe die Sonnenbrille nicht geklaut, sondern nur deine Maße genommen. Nur so konnte ich deine neue Sille machen. Verstanden? Sips Brille. Sille. Oh, vielen Dank, Iv. Cool. Eklig. Das beste Geschenk überhaupt. Ich liebe es. Hab sie wohl gefunden. Entschuldigt. Ich repariere sie. Oh
Amateur. Soll das ein Witz sein? Aber das war doch lustig, oder? Oder? Wo liegt denn das Problemchen, Nachbarin? Ich gehe der Sache mal auf den Grund. Oh. Nicht jetzt, Einhornhäschen. Mein Hunger verlangt nur nach Gerechtigkeit. Sheriff Hitch hier. Wie können wir Ihnen helfen? Hitch, das ganze Ort. Was? Bleib dran, Sunny. Sheriff Hitch? Sie sind verschwunden. Keine einzige ist noch übrig. Was ist weg? Sind Sie noch da? Hitch hier! Hören Sie überhaupt zu? Es hing an der Wand. Dieses Gemälde war unbezahlbar. Sekunde, gleich für Sie da. Hallo? Hallo? Hitch, hast du kurz Zeit? Wie soll ich das machen? Scheint, als wärst du ein wenig angespannt. Du solltest dir dringend einen neuen Deputy suchen. Ich habe alles unter Kontrolle, Sepp. Außerdem arbeite ich lieber allein. Es gibt nur einen perfekt gestriegelten Sheriff hier, der die Lage im Griff hat. Mich. Das Verbrechen wartet nicht auf Ponys. Viel ist verschwunden in unserer Stadt. Ich halte fest, was es damit auf sich hat. Hitch ist auf der Spur, das ist offenbar. Ein paar Schritte nur und der Fall ist klar. Kriegen werden wir den Täter sowieso. Er stellt sich super schlau an. Nur wer und wo? Hitch wusste, es war die Tat eines kriminellen Superhirns. Doch irgendwie würde er die Punkte schon verbinden. Die Femme. Für einen super Zitrus-Smoothie würde ich jedes Pony verhaften. Wow, das nenne ich praktisch, wann ich den wohl mitgebracht habe. Merkwürdig. Wirklich lecker, aber merkwürdig. Achtung, Verbrechen! Hitch wird dich dingfest machen. Smoothiebecher? Sonnenbrillen? Das vermisste Gemälde? Oh, bin ich das kriminelle Superhirn? Hey, Hitch, ich wollte... Oh. Ah? Kannst du mir mal erklären, warum du da drin hockst, Kumpel? Ich bin erledigt, Sepp. Hier, nimm die Schlüssel und finde einen neuen Sheriff. Irgendwas brachte Hitch zum Durchdrehen. Er trabte bereits einen dunklen Weg entlang. Hitch, sind das nicht all deine Lieblingssachen? Das riecht nach einer Verschwörung und einem super Zitrus-Smoothie? Du scheinst da was auf der Spur zu sein. Sip, ein helfender Ruf? Oh, also brauchst du doch etwas Hilfe. Du hattest recht. Ich brauche wohl einen neuen Deputy. Guter Plan. Schnapp sie dir, Sheriff. Ihr habt mich durch die ganze Stadt gejagt, doch am Ende seid ihr mir ins Netz gegangen. Wollt ihr was zu eurer Verteidigung sagen? Moment, ihr habt die Sachen für mich gestohlen? Ich fühle... Nicht geschmeichelt, aber ihr könnt nicht rumrennen und Sachen stehlen. Ihr habt eine Menge Gesetze gebrochen, genau wie etliche Hygienevorschriften. Bringt bitte alles zurück. Thank you.
Ich hätte euch nicht ignorieren sollen. Doch, ihr baut Verbrecher, also macht ihr alle zusammen einen Abstecher. Was? Wer ist verschwunden, Mutter? Was hast du? Ah, so fluffig und kuschelig und jetzt ist er weg! Alles gut, sagt er, sie vermisst? Oh, wird jemand vermisst? So süß und yippie! Ich liebe ihn! Warte, süß, yippie und fluffig? Klappuff! Oh, wir müssen was unternehmen. Das mache ich, jetzt können meine Pipsqueaks so richtig glänzen. Cloudpuff! Cloudpuff! Hast du schon gehört? Es ist schrecklich. Entschuldigt bitte. Hey, hört ihr mir zu? Kann ich eure Aufmerksamkeit haben? Danke, Hitch. Also, wie wir alle wissen, wird unser Cloudpuff leider vermisst. Um ihn zu finden, müssen wir alle zusammenarbeiten. Los, wir müssen uns aufteilen. Wenn ein Pony oder, ein Welpe vermisst wird, sind die ersten 48 Stunden wichtig. Schickt mir alle Informationen direkt auf mein Flugpad. Cloudpuff war immer wie ein Bruder für uns. Wir müssen ihn finden. Jedes Pony hat seine Aufgabe. Legen wir los. Vielen Dank für eure Anscheinend sind 5 Ponys für den Tisch zu viel. Das war nicht gerade unser schönster Start. Wir müssen los. Cloudpuff ist irgendwo im Nirgendwo. Ich habe in diesem Livestream niederschmetternde Nachrichten für euch. Unser geliebter und teuer Welpe. Cloudpuff ist verschwunden. Meine Schwester Sip sucht ihn in jedem Winkel von Zephyr Heights. Und in Maritime Bay drehen Hitch und seine Tiere und alle Erdponys bei ihrer Suche jeden Stein um, in der Hoffnung, das verwöhnte Hündchen zu finden. Selbst im entfernten Bridalwood kommen die Ponys auf die kreativsten Ideen, um gemeinsam unseren süßen kleinen Welpen ausfindig zu machen. Wie der kleine Cloudpuff aus. Die einzige Sache, die wir mit Sicherheit wissen, wenn du irgendwo da draußen bist, Cloudpuff, werden wir dich finden. Selbst wenn wir dafür ganz Equestria durchkämmen müssten, wir werden niemals aufhören zu suchen. Versprochen! Ein Einhornhäschen? Und das, ein Straßenschild? Nicht hilfreich. Ein Fanfoto von Hitch? Fanfoto, Selfie der traurigen Pip? Wirklich? Oh, echt hoffnungslos. Wir werden ihn niemals... Warte kurz. Was ist das? Könnte das ein Edelstein von Cloudpuffs Halsband sein? In der Poststelle? Gut, das ergibt keinen Sinn. Der Stein aus dem Halsband ist hier. Doch von ihm keine Spur. Halt mein Baby! Habe ich das verdient? Hey, seht euch das an. Es mag vielleicht verrückt klingen, aber ich glaube, Cloudpuff war hier. Woher soll ich wissen, wieso er hier gewesen ist? Mom, komm runter und denk nach. Warum könnte Cloudpuff in der Poststelle gewesen sein? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich dir und Pip heute Morgen ein Care-Paket geschickt habe. Vielleicht ist er mir hierher gefolgt und dann... Was? Was, wenn ich mein Baby verschickt habe? Wurde für Pip oder mich irgendwas zum Leuchtturm geliefert? Denk nach. Oh, gut, dass du fragst. Ich, du kennst das hier. Heute war jede Menge los und ich... Puh, genau die Ponys, nach denen ich gesucht habe. Oh, keine Sorge, das macht es schon den ganzen Tag. Das wackeligste Paket, was ich je in meinem Leben zustellen musste. Hey! Alle meine
tollen Lila-Badebomben sind kaputt. Cloudpuff, wirklich? Oh, zum Huf. Ist das mein Hufabdruckset? Tut mir leid, aber ich fürchte schon, meine Liebe. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, mein süßer kleiner Welpe? Igitt, das war wirklich furchtbar. Cloudpuff, Cloudpuff. Scheint, als würde er schon bestraft werden. Sieh, komm schon. Nicht, dass du gleich noch das echte Feuerwerk verpasst. Hey, für mich sieht das echt genug aus. Nach dem ganzen Gedrehe wird man jetzt zur reinsten Dizzy-Izzy. Nächster Halt, Riglewood. Das Feuerwerk der Eintracht wartet dort auf uns. Ich liebe es, dass wir das alle zusammen machen. Und ich liebe Feuerwerk. Außerdem ist es kein stinkgewöhnliches Feuerwerk. Unser Einhornfeuerwerk ist immer total magisch. Easy. Okay, der Aussichtspunkt ist gleich dort oben. Folgt mir. Ich kenne diesen schnuckeligen Wald so gut wie meinen Hofrücken und die Vorderseite. Hey, pass doch auf! Hier sind überall Wurzeln. Die sollten entfernt werden, bevor sich ein Pony noch... Verletzt! Alles in Ordnung, Sparky? Oh nein! Ich komm nicht raus! Sind wir hier? Peach Fizz? Ponys? Hallo? Oh nein, ich glaube, wir haben uns verlaufen! Tada! Yay! Sitzt meine Frisur? Sieht sich aus, als hätte man mich rückwärts durch einen Busch gezogen. Nur ein kleiner Makel, genau da. Seht nur, jedes einzelne Pony ist hier. Ich hab grad kurz durchgezählt und, nicht jedes Pony ist hier. Glory and Seashell? Oh nein! Die Pipsqueaks! Sie sind verschwunden? Verschwunden? Oh nein, die armen Pipsqueaks! Diese Wälder werden sie lebendig verschlingen! Okay, alle Ponys, erstmal ruhig bleiben. Izzy kennt Bridlewood so gut wie ihren Hufrücken. Nicht wahr, Izzy? Oh ja, total mal so. Gar kein Problem. Nun vielleicht auch ein kleines Problem. Bridlewood ist gigantisch! Wo soll man denn da anfangen? Konzentriert euch, wir brauchen einen Plan, wenn wir die Fohlen schnell finden wollen. Wir sollten Erdpony-Magie benutzen, um die Bäume im Wald zu verschieben. Um keinen Huf. Wir müssen über den Wald rüberfliegen. Nur aus der Luft werden wir sie am schnellsten finden. Ha, indem ihr am Himmel herumflattert, denkt ihr Pegasi, ihr könntet alles lösen. Nein, das war die Idee, ist die beste. Was ist nur mit diesen Zweigen los? Nicht ganz das Bild der Eintracht, was wir damit bezwecken wollten, was? Ich hab eine Idee. Alle Ponys, hergehört! Im Moment haben sich zwei kleine Fohlen verlaufen. Wichtig ist jetzt, dass wir sie schnell finden. Sunny hat recht. Wir müssen zusammenarbeiten. Zwischen mir und der Lichtung. Folgt dem Schönheitsfleckenpfad. Ja.
gut geht. Was für ein Anblick. Ja, und das Feuerwerk sieht auch echt spitze aus. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir wirklich alles schaffen. Seht, es fängt an. Macht euch bereit für die ultimative Meertalmbucht-Tour. Ich liebe Touren. Ich will das sehen und dann das sehen und dann... Totale Finsternis. Izzy! Ich dachte, die Einhornfallen seien deaktiviert. Unbedingt Fallen überprüfen. Ja, Hitch, pass du mal mit an. Der Öffnungsschalter scheint nicht zu funktionieren. Und wie kriegen wir sie jetzt da raus? Mir geht's gut. Das ist doch lustig. Ich war noch nie in einer Kiste eingesperrt. Was wird aus der Tour mit Stationen, die euch allen gefallen? Die kann Izzy in der Kiste nicht machen. Du bringst mich da auf eine Idee. Schwebt sie? Habe ich es geschafft? Bin ich eine schwebende Kiste? Das ist doch lächerlich. Du kannst nicht mal was sehen. Aber ich kann auch meine Fantasie benutzen. Die Tour ist gestrichen. Warte. Hitch, sieh doch. Okay, na schön. Dann hier entlang. Unsere Tour beginnt auf dem Marktplatz von Meertalmbucht. Stopp, der Strand. Ich dachte, dir gefällt's hier, Izzy. Das tut es auch, Hitch. Das ist mein Lieblingsort in ganz Meertalmbucht. Wir stehen vor einer Parkuhr, oder? Ich liebe die Dinger. Das reicht jetzt. Irgendwie müssen wir Izzy da rausholen. Kann denn nichts dieses wunderbare Kistengefängnis öffnen? Gib bitte nicht auf, Hitch. Wir müssen nur nachdenken. Ich und du. Pony und Kiste. Das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Meine perfekte Tour ist ruiniert. Hallöchen, Hitchipo. Was ist los, mein Freund? Ich wollte dir mit der Tour zeigen, dass es sich in Meertalmbucht wunderbar leben lässt. Hitch, deine Mission war erfolgreich. Wir hatten so viel Spaß. Und das verdanken wir dir. Ja, ich wollte unbedingt schon längst zum Louvre. Das ist ja ein sehr berühmtes Museum. Und wie cool war dieser Seilparcours? Da war ich nicht das letzte Mal. Also, gefiel es euch hier in Meertalmbucht? Wir lieben es. Fast wie zu Hause. Die beste Tour, die ich je erlebt habe, ehrlich. Siehst du, Hitch, wenn etwas nicht nach Plan läuft, dann musst du einfach nur... Oh, Moment! Einfach um die Ecke denken. Das ist lustig, weil eine Kiste doch Ecken hat. Einfach um die Ecke denken. Aha! Ich bin wieder ein Einhorn.
schöne Erinnerung verbunden. Oder, Kistchen? Aber jetzt mache ich die richtige Tour. Jetzt hier lang und dann seht ihr...